läuft praktisch alles über WLAN. Aber manchmal ist das WLAN nicht dort, wo wir es brauchen. Doch zum Glück gibt es Mesh mit Fritz. So lässt sich die Reichweite des WLANs ganz individuell erhöhen. Einfach per Knopfdruck. Die Mesh-Zentrale ist immer die Fritzbox. Das WLAN erweiterst du ganz einfach mit einem Repeater. Je nach Anforderung vom kleinen Smarten bis zum großen Hochleistungsmodell. Oder du nutzt mit Powerline die Stromleitung. Denn das ist das Tolle an Mesh. Es ist alles modular und lässt sich beliebig miteinander kombinieren. Und du kannst das WLAN so aufbauen, wie du es benötigst. Von ganz klein bis ganz groß. Einfach den Fritz-Repeater in die Steckdose stecken, einmal die Connect-Taste am Fritz-Repeater drücken und einmal an der Fritzbox. Du kannst die Repeater mit LAN-Buchse auch per Netzwerkkabel mit deiner Fritzbox verbinden. Die Einrichtung ist die gleiche und du hast noch mehr WLAN für deine Geräte. Mesh ist dabei nicht nur auf WLAN begrenzt, sondern funktioniert auch per Powerline über die Stromleitung. Den ersten Fritz-Powerline in die Steckdose stecken und mit der Fritzbox per LAN-Kabel verbinden. Den zweiten Fritz-Powerline ebenso in die Steckdose stecken. Jetzt noch die Mesh-Verbindung aktivieren, indem einmal auf die Connect-Taste beim zweiten Fritz-Powerline gedrückt wird und einmal auf der Fritzbox. Behalte ganz einfach den Überblick mit der Mesh-Übersicht. Das Mesh wird jederzeit automatisch optimiert, sodass du von überall die beste WLAN-Verbindung hast. Übrigens kannst du dein Mesh auch mit einer weiteren Fritzbox erweitern. Darüber kannst du auch weitere Smart-Home-Geräte in dein Netz einbinden, die im Mesh dann alle zentral verwaltet und gesteuert werden. Alle in der Mesh-Zentrale eingerichteten Rufnummern kannst du auch an der Fritzbox, die als Mesh-Repeater eingerichtet ist, nutzen. Das Praktische dabei? Alle Anrufbeantworter, Rufumleitungen, Rufsperren, Wahlregeln und Telefonbücher werden weiterhin zentral eingerichtet und verwaltet. Dein Fritz-Mesh kann also nicht nur WLAN, sondern auch Smart Home und Telefonie.